Servus und hallo zum Funcoaster. So, dieses Mal habe ich keinen Stichwortzettel. Im letzten Video hat ja sehr viel geredet und sehr viele Punkte. Diesmal quatsche ich wieder einfach drauf los. Ganz zu Anfang gibt es natürlich wieder ein bisschen was ihr in dieser Folge sehen werdet. Ich habe jetzt in dieser Folge nichts großartig zusammengeschnitten. Ich lasse einfach das, was ich aufgenommen habe, wie üblich in fünffacher Geschwindigkeit durchlaufen. Und sehr wahrscheinlich springt dann noch mindestens eine Folge raus von dem Unterwassergebiet, was ich bisher gebaut habe. Keine Ahnung, wie weit ihr es seht. Jetzt noch ganz grob habe ich gebaut ein bisschen Grünzeug und hauptsächlich die Schiffswracks, glaube ich, habe ich in dieser Folge platziert. Ich schau mal kurz. Ja, Grünzeug, Holzplanken, Monster, so Zeug. Rückmeldung gerne, was ihr davor haltet. Und im Stream hatte ich da schon eine rege Diskussion drüber. Aber ich möchte euch jetzt, euch Zuschauer, auch noch fragen. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich da wirklich, weil ich noch nicht weiß, wie ich das mache. Das Ganze ist ja unter Wasser. Und soll da jetzt nur so eine Glasröhre drumherum? Oder nicht. Dafür spricht für die Glasröhre, es ist unter Wasser, es wäre realistischer und ja, die Leute würden quasi nicht ersaufen, wenn man damit fährt, weil unter Wasser. Dagegen sprechen folgende Punkte: Man sieht weniger von der Szenerie, die Beleuchtung spiegelt sich immer so ein bisschen im Glas, was dadurch sieht man auch weniger von der Szenerie. Eine Anmerkung, wo aus dem Chat auch kam, ist, ja, was ist an diesem Coaster schon realistisch? Also, Und eine andere Anmerkung wäre, ja, dann ist es halt Hologramm, VR-Ride, sonst irgendwas, da braucht man keine Glasröhre. Ich weiß es nicht. Also aktuell tendiere ich eher zu keine Glasröhre um die Bahn drumherum. Aber sagen wir mal, was ihr da so denkt davon. Ja, das war's erstmal zu dieser Folge. Dann generell zu den Speedbuilds. Bis jetzt war ja immer so, ja, Montag ist der Tag, wo vielleicht ein Speedbuild kommen wird. Ja, das lasse ich auch weiterhin so, wobei ich sagen muss, es wird wahrscheinlich Montag eher kein Speedbuild-Video immer kommen, sondern tatsächlich erstmal nur Freitag. Warum, komme ich gleich drauf? Ist so. Und es könnte vielleicht unter Umständen sein, das letzte Spotlight ist ja auch ausgefallen. Ich versuche Samstag und Donnerstag auf alle Fälle beizubehalten. Der Dienstag ist so ein bisschen in der Schwebe. Da könnte es unter Umständen vielleicht sein, dass ein bisschen was ausfällt in nächster Zeit. Aber ich versuche, auch wenn sonst alles ausfällt, zumindest die Spotlights aufrecht zu erhalten. Das wird das Letzte sein, was ausfällt, wenn was ausfällt. Aber es kann halt sein. Hintergrund ist, dass ich zurzeit sehr eingespannt bin. Auch mit der Trash-Oster-Wichtel-Aktion, die mega gut war, war etwas zeitaufwendig, besonders das Abschlussvideo. Und zum anderen wird es gegen Monatsende, gehe mal davor aus, ein bisschen hektisch werden mit der Mini-Park-Challenge. Die darf natürlich nicht vergessen werden bei dem ganzen Osterzeugs und so. Mini-Park-Challenge, freue mich schon wahnsinnig auf eure Beiträge. Das Video hier, was ich gerade aufnehme, kommt heute raus. Ich bin schon wieder sehr zeitnah am Aufnehmen. Am 17.04. um 13 Uhr normalerweise kommt das Video raus. Und am 27.04. um 23.59 endet die Mini-Park-Challenge. Bis dahin muss euer Zeug hochgeladen sein. Das heißt, ihr habt noch 10 Tage und Pi mal Daumen 11 Stunden Zeit, um da was zu bauen.
Wie er schnell am Bauen ist, kann immer nur einsteigen. Infovideo auf meinem Kanal, irgendwo in meinem Workshop, Steam Workshop, gibt es den Challenge Pack, den bitte runterladen. Und alles, was zu beachten ist, steht in der Steam-Beschreibung und ist im Infovideo zu sehen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das würde jetzt hier einen Rahmen sprengen. Als Info, was ich nur mitgeben möchte in Bezug auf die Mini-Park-Challenge, am 27. ist zwar Einsendeschluss quasi, aber es wird dann erstmal ein bisschen dauern, weil ich bin dann ein paar Tage komme zu erstmal gar nichts. An alle, die in der Jury drin sind, die gebe ich auch noch anderweitig Infos drüber demnächst mal. Jedenfalls, jede Vorstellung, die eingereicht wird, wird vorgestellt, bekommt ein Vorstellungsvideo. Ich weiß nur nicht, in welchem Umfang und ob mit Kommentar von mir oder ohne, ob es einfach ein Herzeig, aber Hintergrund ist, ich muss ja sowieso schauen, ob die Kriterien alle erfüllt sind. Und warum sollte ich das nicht aufnehmen? Da lässt sich schon irgendwie eine Vorstellung draus basteln. Die Vorstellungsvideos werden aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich schaffe, ohne Garantie, in der ersten Maiwoche kommen. Und der Sieger wird dann Anfang bis Mitte 2. Maiwoche ermittelt, bekannt gegeben, was auch immer. Aber dazu gibt es vielleicht noch, auch wenn ich schaffe, irgendwann nur ein kurzes Update-Info-Video. Ganz vielleicht. Kann ja sein, dass nichts kommt, ich weiß es noch nicht. So viel dazu. Wenn ihr dazu nur Fragen habt, einfach ab damit in die Kommentare oder irgendwie auf einen anderen Kanal könnt ihr mir, auf einen anderen Weg könnt ihr mir die ja auch zukommen lassen, eure Fragen, sprich, was gibt's denn alles, direkt auf Steam oder auf Twitter oder Discord oder ihr findet da schon Möglichkeit. Das dazu. Dann demnächst werde ich mich von einem Spiel vorerst verabschieden, das bisher regelmäßig gekommen ist. Da gibt es aber noch ein letztes Video zu dem Spiel und da gibt es mehr Infos dann dazu. Merkt ihr dann auch am Thumbnail, da steht dann irgendwie sowas wie vorläufiges Fazit oder irgendwie sowas drauf von dem Spiel. Ein anderes Spiel wird nicht vorzeitig beendet, sondern, ja doch eigentlich schon, aber es endet planmäßig Ende des Monats. Und dann wird es ein bisschen dünner auf dem Kanal, da muss man was überlegen. Dann sind zwei reguläre Let's Plays weg. Ich habe mir auch schon was überlegt. Das Spiel, das ich überlegt habe, ist kein aktuelles Spiel. Es ist mal eine, sagen nicht gänzlich, aber doch eine andere Richtung. Es ist bekannt. Und ja, startet irgendwann demnächst. Voraussichtlich wahrscheinlich erstmal einmal die Woche, weil dann habe ich keinen Stress und kann das schön regelmäßig bringen. Voraussichtlich, aber das gibt es auch noch demnächst Infos dazu. Da will ich jetzt noch nicht so viel spoilern. Ja, jetzt habe ich viel gesagt. Ja, aktuell sind wir bei 8 Minuten 40 oder so oder 30, keine Ahnung. Ja, hier läuft das Bildbild nur ein bisschen hin. Aber ich habe gerade, glaube ich, keine aktuellen Themen mehr, die ich ansprechen möchte. Nein, nochmal ganz herzliches Dank an alle Leute, die beim Trash Osterwichteln mitgewirkt haben. Schaut euch das Abschlussvideo an, da sage ich auch nochmal sehr viel dazu. Ja, das war's aber jetzt tatsächlich, mir fällt gerade nichts mehr ein. Ah ja, Tempel geht auch irgendwann weiter, aber jetzt, ich möchte jetzt zumindest mal die Unterwasserbaustelle hier speedbuild-technisch zu Ende bringen. Und ja, im Videoplan diverse Änderungen. Aber die habe ich ja gesagt und vielleicht kommt da alles ganz anders, ich weiß es noch nicht. Streams gibt es demnächst hoffentlich wahrscheinlich auch wieder. Ich peile mal kommende Woche Montag oder Dienstag vielleicht an, dass ich da wieder mal mit Stream starte. Ohne Garantie.
Aber das bekommt ihr ja auf Twitter dann mit. Oder eben direkt auf Twitch. Jetzt höre ich aber wirklich auf. Das war's. Vielen Dank fürs Ansehen. Rückmeldungen ausdrücklich erwünscht. Wie immer, Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.